Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in Mist Survival. Wo kommt denn der Scott her? Der war wohl duschen, der war wohl baden oder was? Gestern Abend habe ich noch den ganzen Spittel weggeräumt, die ganzen Kisten leer gemacht. Das machen wir erst mit dem Kompass alles, ja? Turn off. Oh, Kompressor, ich sag mal Kompressor, das ist ein Generator. Kein Kompressor, macht keine Pressluft. Und ich war echt erstaunt. Massenhaft Munition. Das heißt massenhaft für mich. Für mich war es massenhaft Munition. Und zwar habe ich hier diese Waffe gefunden. Diese Benelli Nova. Eine siebenschüssige Pumpgun. Die habe ich geladen und ich habe immer noch, Moment, 31 Schuss habe ich immer noch einstecken. Wie kommt denn da jetzt hinein? Oh, Scott ist auch unberechenbar. Unberechenbar. Ah, und ich habe auch, Moment, einiges für die. Insgesamt habe ich jetzt 47 in der MP drin. Ich habe viel gefunden. Ich habe auch noch Munition für die Pistole, für die sehr kräftige Pistole, die du vergessen kannst. Und für das Jagdgewehr habe ich auch noch was gefunden. So, ich wollte ja eigentlich erstmal was essen, Leute. Was haben wir noch? Ich habe noch eine Büchse Erdbeeren. Die haue ich gleich mal rein. Die Büchse Erdbeeren, die futter ich gleich mal weg. So, jetzt wird mal gucken, was wir noch dabei haben. Also, wir haben noch was zu trinken. Dann haben wir ja einiges an... Mach mal die Tür zu, du bleibst da drin, ist Gott. Gott. Einiges an... Cola, Erdbeeren, Cornet Beef, paar Bandagen, den Schraubendreher, zwei so eine Sicherung, wo ich die zweite habe, keine Ahnung. Ach so, ich brauche noch, wir haben nämlich kein Fleisch mehr. Jetzt ist er nass. Wir haben ja noch ein paar Bratwürste hängen. Oder Verderme, dass wir ein paar Bratwürste machen können. Die kannst nicht stoppen, halt nicht stopfen. Die. Wenn du Fleisch hättest und einen Fleischwolf, könnten wir hier ein paar Roster machen. So, wir brauchen auf alle Fälle noch ein Messer. Ich glaube, hier habe ich eins drin, ne? Jawohl. Und ich nehme noch eine Axt mit, falls das Tier etwas größer ist. Wie zum Beispiel der Bär, dass wir den der Haxen abhacken können. So, und jetzt geht es erstmal los in die Mine. So. Zurück und vorwärts. Wir fahren trotzdem hier hinten lang. Ich habe nämlich so die arge Vermutung, dass wir nicht durch das Banditenlager fahren können, dass die wieder da sind. Ich habe da so ein komisches Gefühl. Das wäre ja das erste Mal, dass die Banditen nicht im nächsten Tag wieder da sind. Also bei mir jeden. So. Hier rüber. Auf die Straße. Ja, ich werde sehen, ob die Banditen wieder da sind. Ich habe so die arge Vermutung. Aber wir waren ja. Ist denn jetzt? Guckt der jetzt lang? Der hat aber auch eine Vorweise an sich, muss ich wirklich sagen. Das ist auch eine unmögliche Karte. Die beschleunigen wie ein Formel 1 Polite. Aber von Anfang an, seitdem er die Autos hat, beschleunigen die unwahrscheinlich. Könnt ihr das selber mal ausprobieren. Versucht mal eine halbe Minute beim Autofahren auf der W-Taste zu bleiben. Unmöglich. Da müsst ihr oft. Die sind wieder da. Wusste ich, da oben gackt der wieder mit dem roten Sweatshirt rum. So ein Quatsch, ehrlich. Bis keine 24 Stunden weg. Und hier über Nacht sind sie wieder da, sind neue da.
gleich wieder das Lager übernommen. Wie gesagt, versucht man eine halbe Minute lang, oder ich will es mal nicht übertreiben, 10 Sekunden, bin ich wieder ausgestiegen während der Fahrt, auf der W-Taste zu bleiben. Unmöglich, geht nicht. Der beschleunigt wie ein, wirklich wie ein Formel 1 Wagen. So, hier diesen Baum müssen wir uns merken, diesen bunten Baum, da müssen wir abbiegen. So, wollen wir hier runterfahren. Apropos Banditen, der größte Hit ist ja, und das ist nicht nur in Gronkh passiert, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, bestimmt. Meine Frau spielt das Spiel auch. Und da sind auch schon zwei oder dreimal die Banditen da gewesen, in ihrer Basis. Die kamen von der Tour zurück, immer standen die Banditen in ihrer Basis und wollten die Basis übernehmen. 4, 5 Mann. Und du musst die erstmal wieder sehen, dass du die wegkriegst. Also das ist ja wohl der Hit, oder? Das ist vorher nie gewesen. Es steht doch in keiner Beschreibung vom Update, dass das passieren kann. Das ist schon ein bisschen heftig. Also ich muss auch wirklich sagen, so richtig gute Fortschritte im Gameplay hat das Spiel die 5 Jahre, die es besteht, nicht gemacht. Muss ich wirklich sagen. Hat er nicht gemacht. Er hat zwar immer mal neue Karten gebracht. Ja. Und dann neue Monster und sowas. Wie jetzt diese Spinner, diese Sieger, die da rumlaufen. Ja. Aber was soll das? Es muss doch spielbar sein, das Spiel. Und das sind einige Sachen, wo ich sage, hey, das kann nicht sein, sowas. Nach 5 Jahren Entwicklungszeit darf das nicht mehr sein. Was nützt das, wenn er neue Karten macht? Und neue NPCs. Und die auch noch hässlich macht. Früher hatten wir die Rachel, die Kate und den Scott. Jetzt haben wir die Rachel und Scott und die andere, die oben bei den Banditen ist. Ich habe sie noch nicht befreit. Ich habe sie nur bei meiner Frau mal auf dem Rechner gesehen, wo sie die befreit hat. Die ist ja top hässlich. Also ehrlich, was er sich da hat einfallen lassen, das ist ja... Und die steht nur rum. Die macht nichts. Da kannst du keinen Auftrag geben. Die hat keinen Quest für dich. Die hat nichts. Kannst du vergessen. So, jetzt... Jetzt nehmen wir unsere Schrotze in der Hand. So, hinter. Geladen ist er. Ah, der erste Kollege kommt. Wieso müsste ich auf den zweimal schießen? Na, wo ist der vierte? Ist es jetzt nicht, dass ich auf die zweimal schießen muss, oder was? Da muss ich mal nachladen, die Knarre hier. Nicht, dass der jetzt hier hochkommt. Ja, oder er steht noch unten. Müssen wir mal aufpassen. So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Ich habe gedacht, mit 4 Schuss kommst du hier über die Runden. Was hat der? Salz. Das ist auch das Einzige, was man mitnimmt. Salz. Ach, die, naja, gut, das kann man ja nachher noch ausräumen. Das Messer und die Axt wollte ich ja ausräumen, in die Kisten räumen. Was hat der? Oh, Schießpulver. Das nehmen wir natürlich auch mit. Da brauchen wir keins produzieren. Und was hat der? Lappen kannst du behalten. Ich habe genug Putzlappen. So, aufpassen. Da steht nämlich auch manchmal schön hier oben, der Drecksack. Nee, er steht wahrscheinlich noch unten. Dann nehmen wir mal die MP. Dann müsste wieder dieser übliche Kopfschuss kommen.
Naja, da unten steht doch noch der Spinner. Weg ist er. Gut. Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr passieren. So, der Axt haben wir, der Hacker haben wir die dabei. Ja, ich wollte eigentlich auch ausräumen. Naja, gut, alles klar. Machen wir jetzt hier unten. Oh, hier unten haben wir Zink. So, was hast du drin? Zink, Zink. Erdbeeren, die können wir mitnehmen. Gut. Hier ist Zink und Eisen. Oh, klasse, ehrlich. Und hier hinten haben wir Zink. Kein Fetzel Kupfer. Naja, nützt ja nichts. Gehen wir mal in die Knie, müssen wir hier durch. Trotzdem reicht unsere Munition noch nicht. Ich sehe es nicht so, dass die Munition reicht, dass wir den Berserker da hinten platt machen können. Dass wir da hinten abbauen können. Ich glaube es nicht. Ich probiere es jetzt auch nicht. Ich gehe jetzt noch. Ich räume jetzt mal die Flinte raus hier. Das hier rein. Ich gehe jetzt noch mal nachher hier raus und wieder rein. Zink. Naja, wenigstens Zink haben wir. Aber Kupfer wäre mir lieber. Da hinten kommt ja dann der Berserker. Einfach machen das uns hier nicht mit dem. Mit dem Kupfer. Und hier ist doch Eisen, oder? Das ist Eisen. Ja, das ist Eisen. Liegt da noch irgendwas rum? Nee. So, da vorne ist das auch Zink. Zink und Salpeter. Deswegen ist ein bisschen Salpeter dabei. Und das ist auch Zink. In den Felsen ist nichts hineingeflogen. Gut, hier ist wenigstens ein bisschen Salpeter. Das letzte Mal hatten wir ein bisschen Schwefel gefunden, glaube ich. Zink und Salpeter. Gut. Mehr haben wir jetzt hier nicht. Gut, raus hier. So, da räumen wir unseren ganzen Spittel erstmal raus hier. So. Ich wollte das Messer, wollte ich rausräumen. Das Schaf, das Jagdgewehr wollte ich rausräumen. Und das, was wir hier gefunden haben, das räumen wir sowieso raus. 13 Mal Zink. Gut. Schießpulver. Die Erdbeeren, naja, die können wir mal, wir können mal wieder was essen. Die futtern wir gleich. Dass wir nicht während den Arbeiten hier einen Hungerast kriegen. So, die Axt räumen wir auch aus, die brauchen wir jetzt nicht. So, den Revolver können wir rauspacken und die Revolvermunition. Na gut, mehr brauchen wir eigentlich nicht rausräumen, Leute. Doch die Munition fürs Scharfschützen, fürs Dingsgewehr räumen wir noch raus. Die Brechstange und den Molotow. So, Wasser nehmen wir mit, die Filter können wir auch rausräumen. So, wir haben unsere Waffen dabei, die MP, die Pumpgun. Was habe ich denn hier? Eine Double Shotgun, die Shotgun, die kann ich da auch rausräumen. Wieso habe ich denn die noch drin? Brauche ich doch nicht mehr. Wenn ich eine 7-schüssige habe, dann brauche ich die Doppelshotgun nicht mehr. Habe ich da zufällig noch Munition drin? Ne?
Ne, habe ich nicht. Jetzt zeigt mir bloß die 25 Schuss an. Alles war aus damit. Da eins nochmal. So, gut. Die räumen wir raus. Oder nicht? Hier und die Kiste räumen wir die. So, und dann. Erst. Das Schubfach ist voll. Hier rein. Das zweite Schubfach ist auch schon voll. Haben wir so einen Haufen Zeug mitgenommen. So, alles klar. Ich speichere jetzt hier. Safe gehen. Und wir sehen uns hier wieder. Ich lade neu. Ich lade neu. Alles klar, bis gleich. So, meine Freunde, neues Spiel, neues Glück. Da bin ich wieder. Neu geladen. So, der Pumpgun ist voll. Ich werde mal umswitchen. Ich werde mal die auf die 2 nehmen. Das ist dann schneller, wenn wir die Waffe ja brauchen, von der 1 auf die 2 gedrückt. Jawohl. Vielleicht läuft es jetzt mal ein bisschen besser. Dass ich mal ein paar weniger Schüsse brauche für die Spinner. Das kann man sich nicht jedes Mal leisten, hier 6, 7 Schüsse. Vier! Vier Mann oder 4 Spinner, 4 Schüsse. Das wäre optimal. Und da steht er wieder, der Axe. Na komm. Wieder nicht. Das gibt's doch gar nicht. Was soll denn das? Was soll denn das? Wieso laufen die durch die Schüsse durch? Leute, was soll denn der Käse? Das kann's doch wohl nicht sein, ehrlich. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass die durch die Schüsse durchlaufen. Was soll denn der Kuckuck? Haben wir schon wieder 6 Schüsse für die Ochsen gebraucht? Wenn du zu viel Munition hast, dann triffst du wohl nicht, oder was? Das ist mal, irgendwie ist mir das komisch. Irgendwie ist das komisch, ehrlich. Nicht, dass er jetzt wieder hier oben steht. Ist nämlich auch schon passiert. So, na gucken wir mal. Da müsste jetzt, wenn er hier oben nicht steht, steht er wieder unten, der Spinner. Gut. Wenigstens das halt hin. Dass man den mit zwei. Oh, hier unten nochmal ist mal Salpeter. Was hat der drinne? Der liegt wieder genauso wie beim letzten Mal auf dem Brett. Den Putzlappen kannst du behalten. Habe ich selber schon genug. So. Jetzt. Da hinten, das ist der Kupfer. Könnte Kupfer sein. So, die 4. Salpeter. Naja, gut. Wir haben jetzt noch. Wie viel haben wir noch? In der Berlinova haben wir jetzt noch. Die laden wir gleich mal. Gut, wir haben insgesamt noch 26 Schuss. Das klingt nicht schlecht, aber. Ja, also ehrlich. Irgendwie finde ich das blöd. Denn ihr Verhalten, wie die einfach so einen Haken schlagen wie ein Hase und weichen deinem Schuss aus oder flitzen durch den Schuss durch. Aber wenigstens haben wir jetzt hier zweimal Kupfer, dreimal Kupfer und hier ist Schwefel dabei. Ich werde verrückt. Oh, wenigstens hat es was gebracht. Ich könnte auch dann mal ein Doppelkupfer sein oder sowas. Wir wollen nicht übertreiben, aber könnte mal passieren. Nee, es ist natürlich nett. Oh, ja, gut, komm. Na, du kannst auf die Knie rutschen. Jetzt erstmal noch ein Stück. Du musst erstmal hier durchrutschen. So. Ich bin ja gespannt, wie wir den Berserker da hinten wegkriegen. So weit war ich ja noch gar nicht, seitdem ich das Spiel jetzt seit dem letzten Update hier. Und etwas Schwefel.
So, und wie spät, wie lange haben wir? Wir haben 20 Minuten erstmal weg. Da können wir noch mal reingehen, denke ich mir. Aber ich glaube noch mal, das große Glück haben wir nicht, dass wir so viel Kupfer finden. Wir schaffen erstmal unseren Krempel wieder raus. Hier noch was rumgeflochten? Nee. Schade, dass hier vorne nicht noch was liegt. Naja, alter Spinner-Typ. Was? Wuff, wuff. So, alles klar. Linde in der Hand. Nebel ist keiner. Nicht, dass du hier hochkommst und draußen ist der Nebel. So, meine Freunde, ich räume aus, lade neu und melde mich wieder. Alles klar, bis gleich. So, meine Freunde, dritter Durchgang. Ich habe mal eins gemacht. Ich habe mich mal 2 Stunden jetzt hergelegt und 2 Stunden geschlafen, damit ein bisschen meine Gesundheit gestiegen ist. Ich weiß nicht, ob ich mal noch 2 Stunden schlafen kann. Ob ich das nochmal mache, ich weiß es nicht. Denn wenn die uns nochmal erwischen, ich lege mich mal hier in den Schatten, schlafe hier nochmal 1 Stunde. Oder 2. Wenn die. Halt. Quatsch. So, 2 Stunden. Wenn der Nebel kommt, werden wir sowieso munter. Wenn die uns nämlich nochmal erwischen, dann war es das gewesen. So, gut. Jetzt haben wir es. 13.36 Uhr ist eine gute Zeit. Wir sind ein bisschen ausgeruht, wir haben ein bisschen Kräfte gesammelt. Jetzt holen wir uns was zu essen. Büchse Erdbeeren, Eat. Und nochmal nein. Hoffen wir, dass wir nochmal ein bisschen was finden. So, alles klar. Gut. Der Knacker ist geladen. Was ist mit meiner MP? Glaube ich eigentlich auch noch, aber ich lade sie nochmal nach. Weil wir keine 30 Schuss brauchen. Gut, aber egal. So. Vielleicht haben wir noch mal Glück, dass wir noch mal ein bisschen was finden. Und vielleicht schaffen wir auch noch ein 4. Mal. Wenn wir jetzt durchkommen, ohne Leben zu verlieren, würde ich sagen, wir versuchen es noch ein 4. Mal. Dass wir endlich mal ein bisschen Erz zusammenkriegen. Denn die MP-Munition möchte ich nicht für die hier verschwenden. Ich euch ehrlich sagen. Den haben wir mit einem Schuss jetzt mal weg. Den haben wir auch weg. Haben wir wieder für den. Haben wir insgesamt 5 Schüsse gebraucht. Egal, aber sie haben uns nicht erwischt. Das ist schon mal. Ach, deine Tücher, deine Rotztücher kannst du vergessen. Die brauche ich nicht. Die Antibiotika, die nehmen wir mit. Jawohl. Und was hast du drin? Ach, eine Kartoffel. Alter Kartoffelkopf. So, jetzt nehmen wir unsere MP. Ein Anschlag. Nicht. Was ist denn das hier? Kannst du denken, hier liegt eine Schlange. Nee, das ist eine Lampe. Nicht, dass der Spitzkopf hier hochgekommen ist. Sieht auch nicht danach aus. Das ist klar. Steht doch wieder hier. Der ist irgendwie, ist der berechenbar. 2 Schuss, alles klar. Und da unten liegt Kupfer. Ich werde verrückt. Wir haben Kupfer, Leute. Wir haben nochmal Kupfer. Das sieht schon mal gut aus. Hat auch bloß eine Kartoffel. Brauche ich heute nicht. Die gibt es morgen Mittag, die Bratkartoffeln. Dann brauche ich welche. So, was haben wir hier hinten? Das ist Eisen. Hier liegt wieder mal nichts. Und ganz hinten, was ist ganz hinten? Auch nochmal Kupfer. Hier ist Eisen und Salpeter.
Super. Super, super, super. Also versuchen wir es doch noch ein viertes Mal. Unsere Aufnahme läuft jetzt zurzeit 26 Minuten, also einen Durchgang schaffen wir noch. Einen Durchgang schaffen wir noch, denke ich mal. Salpeter, Salpeter, Salpeter. Ist hier noch irgendwas? Dreimal Salpeter bloß. Wo ist denn das wieder hingeflogen, das Zeug? Keine Ahnung. Komm, in die Knie. Und hier hinten rein. Und nochmal. Nochmal haben wir. Nochmal. Perfekt. In die Dinger hineingerutscht. Nee. Gut, und zurück. Ist er noch unten? Ja, ist noch an die Knie. Jetzt. Und die Flinte in der Hand und los geht's. Komm. Und flinke Füße, flinke Füße, flinke Füße. Komm. So. Flinke Füße, flinke Füße. So, alles klar, meine Freunde. Ich lade aus. Heute waren wir schnell. Heute liegen die Spinner noch hier und qualmen vor sich hin. Sonst waren sie immer weg, wenn wir hochgerammelt sind. Alles klar, meine Freunde. Ich räume aus und lade neu. Bis gleich. So, hallo, meine Freunde. Ich habe jetzt nur noch mal geladen. Habe das Zeug alles rausgeräumt. Ja, alles leer. Und jetzt geht's noch mal rein. Die Bellinova haben wir noch mal geladen. The Pumpgun. So, das ist aber das letzte Mal, denke ich mir. Komm her, du armen Leuchter. Muss man auch so ein Stück hingehen, jawohl. Lauf mal zurück. Weg ist er. Und den knallen wir gleich weg hier dort, hä? Den haben wir gleich weggeknallt. Genau mit dem Fass. Warum haben wir das nicht gleich so gemacht das letzte Mal? So, kommt jetzt noch einer von denen. Nochmal nachladen. Die zwei Schuss machst du nochmal rein. So, wir nehmen auch die MP, denke ich mir. Ne, die Fitte 2. Mal sehen, wie da. Denn es ist plus einer, sind plus zwei gekommen. Da fehlen jetzt noch zwei. Hat's ihn erwischt? Ne, es hat ihn nicht erwischt. Ich höre ein Schnorcheln. Da ist er doch, der Stich. Arschloch. Der steht so neben dem Fass und den erwischt es nicht. Komisch. Ach, hier hinten, den einer. Das war der vierte. Alles klar, gut. Aber da gucken wir jetzt mal rein, was wir dabei haben. Die habe ich gar nicht so mitgekriegt. Der eine. Oh, Erdbeeren, nehmen wir mit. Herr mit den Dingern, du brauchst sie gewiss nicht mehr. Und du hast eine Kartoffel drin, eine gebratene. Nee, die Flasche kannst du behalten. Habe ich selber genug. So, der ist ein klein, den hat es kleinen Dreckhaufen eingedrückt. Auch eine Kartoffel. Da wollte Kartoffeln legen. Naja, gut. Ah, der hat aber Platine, einen, zwei Zucker und ein bisschen Schießpulver. Naja, der hat alles dabei gehabt. Und was haben wir hier? Hier liegt nichts. Eisen. Ah, aber kein Kupfer. Da hinten nochmal Kupfer. Das ist nochmal Kupfer, alles klar. Da hinten haben wir noch mal Kupfer. Da haben wir eigentlich reichlich Kupfer gefunden. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt gefunden haben. Wir müssen dann mal nachher... Wenn wir jetzt raussehen, machen wir sowieso Bestandskontrolle. Und so, wir brauchen auch bald eine neue Spitzhacke. Die hat nur noch 57%. Wenn wir hier raus sind, bestimmt nur noch 50%. Müssen wir uns mal eine neue machen und mal mit hineinlegen ins Auto. Nicht, dass wenn es drauf ankommt, wir haben keine mehr. So, hier haben wir Salpeter. Ich bräuchte aber noch ein bisschen Schwefel, Leute.
Schwefel ist ein bisschen wenig. An irgendwas hängt es halt immer. Entweder an Kupfer oder an Salpeter oder an Schwefel. Ach. In den vorhergehenden Spielen waren die Minen schöner. Ergiebiger. Oder gleichmäßig ergiebig. Und nicht immer das, immer das. Naja gut, man kennt sie nun nicht. Wir müssen das nehmen, was wir kriegen, aber es wäre schöner. So, was haben wir hier? Das ist eigentlich nur Kupfer. Ein Doppelkupfer. Hoffen wir es mal. Nee. Ach, naja, Gott. Leider nicht. So, haben wir hier noch was? Nee. Da hinten ist der Berserker. Irgendwie müssen wir ihn ja mal wegkriegen, denke ich mir. Ich schätze mal, das werden wir schon noch hinkriegen. So, jetzt läuft unsere Aufnahme. Ich habe diesmal nicht auf Pause gedrückt, sondern auf Neuaufnahme. Knapp über 30 Minuten, alles klar. Wir wollen sie auch nicht übertreiben. Oh ja, jetzt, das heißt, ich genieße es noch. So, jetzt schauen wir mal rein, was unsere Beute war. Wir schauen mal rein und dann fahre ich nach Hause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Hause. Jetzt haben wir nochmal 4-mal. Dann haben wir noch 3-mal. 8, 11-mal. Und hier haben wir Salpeter. So, wir haben jetzt 1, 2. 3-mal Kupfer haben wir hier drin. Einmal, also 11-mal Zink haben wir hier drin. Ne? Das haben wir hier oben drin. Hier haben wir Kupfer. Ist doch Kupfer, ne? Das ist Zink. Eisen, das tun wir mal alles in die Ähne rein. Naja, so berauschend ist es nicht. Ich hätte mir mehr erhofft. Aber naja, gut. So, das ist 8. 16, 24 mal Kupfer haben wir zumindest. Dann haben wir... Das kann hier drauf. 8. 24 mal Zink. 6 mal Eisen. 5 mal Schwefel. Und 8. 14 mal Salpeter. Naja, wollen wir mal nicht so gierig sein. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich fahre jetzt nach Hause. Und... Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Alles klar, meine Freunde. Ich fahre in die Base. Bis zur Base. Alles klar. Ciao.